Okay, es gilt eine Flagge zu hissen. The American. The American Flag. Wir spielen ja hier im Großen und Ganzen eine neue Version von Capture the Flag. Bloß alles in Dienst Amerikas. Yeah. So. Drohender Konflikt. Ah, Connor, schon ein bisschen schneller. Connor, du kannst schneller schwimmen, wir wissen es. Trau dich. Faszinierend. So. Okay, wir haben jetzt hier ein kleines, ja, was soll ich sagen, humanitäres Problem mit Leichenentsorgung. Irgendwer muss das jetzt machen. Gut, wir sind dafür da, neue zu produzieren. Wir sind Produzenten. Fleischwirte, wie man so schön sagt. Ja, komm, beeil dich ein bisschen. Sonst bist du... Ja, ich hasse es, wenn NPCs das nicht hinkriegen, vorzurennen. Gut. Darum wollen wir mal zum Kommandante gehen und wollen uns seinen Kommentar dazu abholen, was er wohl dazu meinte, ob er jetzt eine Rede am Grab halten sollte oder nicht. Wir sollen ja einen Beweis bieten. Ne? So. Wir sind in der Überzahl, sagt ihr. Besser bewaffnet, besser ausgebildet. Und ihr habt auch Materials fehlt es ihnen dennoch an Überzeugung. Uns jedoch nicht. Wir haben Disziplin und Ordnung. Und was am wichtigsten ist, wir haben Leidenschaft. Wir glauben. Also einfach sagen: Achtet auf eine freie Schussbahn und vor allem anderen Männern. Dies erst, wenn ihr das Weiß in ihren Eine ziemlich ernüchternde bzw. magere Rede. Hätte sich besser sein verlassen können. Gott verdammt mich! Geschafft! Das war eine gute Ansprache. Lügen, allesamt fürchte ich. So. Solche Lügen brachten uns so weit. Er verließ Boston. Wie ich vermutete. Hat ein Lager auf Mountain Hill bezogen. Man wird kaum an ihn herankommen. Nicht bei diesem Durcheinander da. Ich schätze, dass du ausgehört bist. Oder warten, bis du hier bereit bist. Hase im März, Junge. Wenn ich zurückgehe, erwarte ich eine Entschuldigung. Gut, wir sollen wie ein Grunt nach vorne rennen. Ja, Deckung, Junge. Geht in Deckung! Autsch! In Deckung! Ja, ich fühle mich tatsächlich wie ein Frontschwein. Ja. Junge, mach Platz. Du bist nicht gar so wichtig wie ich. Wo ist der nächste Platz, wo wir uns hinsetzen können? Und da vorne. Beschuss, Achtung! Schnell rüber. Deckung! Na, Deckung, Junge. So. Jungs, dass ihr stirbt, das ist nur gut für die Evolution. Und weiter? Ja, ja, ja. Komm schon, wir müssen weiter. Ja. Und weiter? Ey, die gucken mir alle zu. Leute, hier gibt's nichts zu gucken. Ich bin nur ein Assassine, der weiter muss. Okay, die haben geschossen. Jetzt können wir hier weiter.
Ein. Nein. Die können da stehen bleiben. Ich nicht. Scheiß Cheater. Okay. Weiter. Wir haben eine Mission zu gewinnen. Um Schaden zu vermeiden. Ja, schön. Die sollen schießen. Die schießen aber irgendwie nicht alle auf einmal. Sehr fix. So lang kann, so schnell kann ich gar nicht rennen, wie der Deckung schreit. Na? Ja. Pass. Und weiter. Ja, ich bin schon. Okay, sie haben geschossen und weiter. Ja, gut, von der Deckung. Und dann gab es auch noch einen Headshot. Runter! Los, runter! Der Connor stirbt ja nicht von Headshots und so weiter. Das passt mir alles gar nicht so gut. Wetten wir sterben wieder an derselben Stelle? Jupp. Ich glaube, das ist nicht so geplant, dass wir das so machen. Im Krieg gibt es Verluste. Gut. Dann müssen wir halt nochmal probieren. Passt. In Deckung! Beschuss, Achtung! Alter, man kann echt mit 2,50 Meter gehen. Achtung! Ja. Die schießen! Was ist näher? Deckung! Okay, die haben gerade geschossen. Ja, ja. Da haben sie jetzt. Ja. Kopf runter, Connor. So. Er schafft, zeig mir. Okay, ich warte jetzt die nächste Salve ab. Passt. Und gleich rüber, wir haben kaum Zeit. Renn, Connor! Oh, Schwein gehabt. Wir sind jetzt außerhalb vom Schlachtfeld. Hier kann man jetzt wahrscheinlich etwas gemütlicher vorangehen. Wir haben zumindest nicht ständig die Angst davor, eine Kugel in den Kopf zu kriegen. Wobei aber die Jungs hier nerven genug. Okay, das Problem wäre auch gelöst. Du hast gerade deinen Kumpel gerade getötet. Das passt mir nur zu gut. Ich konter dich schon aus, Junge. So. Aua! Was soll der Blödsinn? Ich sehe nichts. Ich brauche ganz dringend ein Schild. Junge, kannst du mir kurz zur. Nein, kann er nicht. Aua! Warum die Scheißdrecks generiere? Ich weiß ja genau, warum es meine Lieblingseinheit bei K6 ist. Zack. Du Deppe. Die können alle kontern, wie die Wahnsinnigen. Zack. Konzentration. Okay, ich glaube, das ist eine doofe Idee, sich jetzt weiter mit denen anzufreunden. Machen wir mal einen kleinen Rundgang. Boah, bis jetzt halt mal ein bisschen die Leben wieder oben sind. Zerfix! Ich hasse unsichtbare Mauern. Okay, ich bin schneller. So. Zu langsam. Jo, das seid ihr. Wollen wir mal gleich hoch. Das sieht ganz schlecht aus, Connor. Das auch. Au, jetzt schieß doch endlich, Depp. Gut, wenigstens hier. Ich habe jetzt mir gerade gedacht, ich muss wieder den ganzen Scheiß von vorne anfangen. Der hätte jetzt so einen Hals gekriegt, wenn das wäre.
wollen wir hier mal die Bäume nehmen. Vielleicht sehen sie uns ja nicht. Wie gesagt, die haben ja dieses Grundschnackenleiden. Dass sie ihren Kopf nicht nach hinten kriegen. Uns gucken. Hey, das geht ja deutlich einfacher. Na, den Bullshit tue ich mir jetzt nicht an. Den hatten wir ja gerade. Warum muss es beim zweiten Mal immer besser gehen? Warum? Warum kann es nicht von Anfang an klappen? Es geht deutlich schneller. Warum mache ich es mir so umständlich? Okay, wenigstens geht es jetzt in diesem Part voran. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich eine Überlänge machen muss. Ich kann es überhaupt nicht haben, wenn in einem Part nichts passiert. Pünkten per Luft eliminieren, ohne entdeckt zu werden. Ach du verdammte Kacke. Die verlangen ja Sachen von mir. Vor allem, da ist nichts, worauf man Luftattentat machen könnte. Da vorne steht er nur 35 Meter von uns entfernt. Genau, 35 verdammte Meter. Junge, komm zu uns ins Gebüsch. Hier ist kalt. Wir wollen guscheln. Komm her. So viel zum Thema entdeckt werden, da habe ich jetzt keinen Bock mehr zu. Die sehen mich nicht. Das ist ein bisschen unbequem, wisst ihr das? Okay, so viel zum Thema. Ich habe gehofft, dass das Ganze noch ein bisschen hingehen würde, aber das Ziel ist ja der Michel hier. Aua! Du, ich konnte dich aus der Tür. Wechsel nicht ständig das Ziel, Connor. Fokus. So viel zum Thema. Boah, Schwein gehabt. Nix da. Mit Schießen kann ich überhaupt nichts haben. Auf mit dem Scheiß. Pitken ist das Problem. Und nicht du. Jungs, das wird schwierig jetzt. Ja, ich glaube, ein Luftattentat wäre deutlich sinnvoller. Ah, Mann. Im Krieg fehle ich zu viel. Okay, wie gesagt, die 60 Meter, aber wie kriegen wir den jetzt hier auf einen Luftattentat? Da ist doch nichts, pass mal. Na gut. Na gut, dann. Boah, das ist mir echt etwas zu heikel. Das sieht, der erste da oben sieht aus, als wäre der dafür geplant. Den wollen wir uns näher angucken. Ja, jetzt müssen wir da bloß irgendwie hinkommen, ohne groß Aufsehen zu erregen. Snake-Musik, Snake-Abenteuer und Schleichen. Und ich sehe gerade, das wäre eigentlich passend für den nächsten Part. Ich bin Coractor XV, für die Götzen.